Hallo und willkommen! Heute gibt es ein Mod-Spotlight zu der Mod Real Filing Cabinet. Die Mod Real Filing Cabinet existiert schon seit ewig vielen Jahren, ist allerdings erst jetzt in der Version 1.12 bekannt geworden, dank dem Modpack All the Mods. Diese Mod hat derzeit noch einige Schwierigkeiten, aber die werden sicherlich in den nächsten Wochen behoben. Ich werde euch trotzdem heute mal zeigen, was diese Mod kann. Ich persönlich finde sie super zum Lagern von Items und vor allem eine günstige Variation. Wir fangen jetzt einfach mal ganz simpel damit an. Also, zuerst mal hier unser Filling Cabinet. Das stellen wir mal auf. Hat erstmal eine ganz nette Animation beim Aufstellen. Und hier sehen wir auch schon, wir können hier Ordner drin lagern. Und genau das werden wir auch machen. Dafür brauchen wir eben hier diese Filing Folder. Und die können wir hier reinlegen. Allerdings nicht jetzt direkt, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellt, sondern jedes Folder kann insgesamt nur einen Item-Typ einspeichern. Insgesamt passen hier jedes Mal 8 Folder rein. Das bedeutet, wir können hier beispielsweise nur Erde reinlegen. Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Es kann sein, dass ich öfter in der Aufnahme mal den Game-Mode wechseln muss, denn wir brauchen sehr viele Dinge aus dem Game-Mode. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Also, wir legen das hier rein, legen hier Erde rein und ihr seht schon, hier steht nun dran Filling Folder und den können wir eben hier wieder machen und nun haben wir eben ein Dirt. Also, und jetzt könnten wir theoretisch diese Erde rausnehmen. Das wollen wir allerdings erstmal gar nicht. Wobei, können wir trotzdem einfach mal machen. Und ihr seht auch, der ist trotzdem noch hier drin mit 0 Dirt und den können wir nun hier reinlegen. So, per Rechtsklick einfach reingelegt und nun können wir das Ganze schließen. Alles ist super. Hier können wir die Items normalerweise mit Shift-Linksklick oder Linksklick rausnehmen. Allerdings ist das derzeit fehlerhaft und deswegen geht das erst gar nicht. Das kommt aber sicherlich in der nächsten Version. Aber gut, da haben wir jetzt die Items. Diese können wir jetzt einfach mal rausnehmen mit Shift-Rechtsklick und dann könnten wir unsere Items natürlich wieder drin lagern. Die Items legen wir übrigens so rein. Also einfach nur nehmen und Rechtsklick drauf machen und ihr seht jetzt auch, zum einen seht ihr da oben, dass wir 64 Erde drin haben oder wenn wir das Ganze rausnehmen, sehen wir, hier ist 64 Erde, die wir zum Beispiel so wieder nehmen können. Das Ganze ist auch gut mit Hopper oder jeglichen anderen Möglichkeiten ansprechbar. Das bedeutet, wir können hier einfach Items reinlegen oder rausziehen. Ich kann es einfach mal vorzeigen, wir nehmen den Hopper dafür. Ich hole mir wieder Erde. Moment. Wobei, wir können das ganz anders machen. Ich nehme die Erde ganz kurz raus. So, ihr seht ja, der ist jetzt wieder leer. Den legen wir jetzt hier wieder rein. Und die Erde können wir jetzt reinpacken. Und ihr seht auch schon, die Items werden hier nach und nach reingelegt. Und das Ganze kann auch eben unten gemacht werden. Und dann wird das Ganze rausgezogen. Ich kann es auch gerne nochmal zeigen. Dafür nehmen wir uns den Hopper und legen den hier hin. Und ihr seht, die Erde wird rausgezogen. Also, das soweit dazu. Das sind schon mal die Grunddinge, doch uns erwartet hier noch viel mehr. Wir können nämlich nicht nur Items damit lagern, sondern auch Flüssigkeiten oder Monster. Und das werde ich euch gleich mal zeigen. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir ganz viele verschiedene Filter. Insgesamt 6 Stück. Abgesehen vom Kreativen, den ignorieren wir. Und wir haben auch hier viele Folderarten. Also, am besten wir stellen die mal alle auf und dann zeige ich euch, was die genau können. So, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Dann nehmen wir die jedes Mal raus. Eigentlich reicht uns auch einer. Naja. So. Okay. Wir legen die jetzt mal rein. Und ihr merkt auch schon, die ändern sich von der Optik. Und der ist ganz interessant. Der wird zu einem kleinen, naja, Entity. Zu einem Tier kann man nicht sagen. Der würde uns normalerweise begleiten oder um die Umgebung laufen und dort eben Dinge machen. Wir können dem nämlich jetzt noch einen Filter geben. Zum Beispiel hier unser Mob-Upgrade. Aber, was ich hier gleich mal sagen muss, der ist leider auch derzeit verbuggt und funktioniert gar nicht erst. Der wird wahrscheinlich in der nächsten Version wieder funktionieren. Und in den Versionen 1.10 oder darunter funktioniert das auch noch. Nur ich werde euch das mit der aktuellsten Version zeigen, damit ihr auch auf dem neuesten Stand seid. Also, dann legen wir die mal weg. Hier gleich noch ein Hinweis, wir können die auch wieder runternehmen. Dafür brauchen wir nur die Magnifying Class und machen hier
Naja, Shift-Rechtsklick. Mein Fehler. Shift-Linksklick. Okay. So, jetzt haben wir die beiden rausgenommen und ihr seht schon, funktioniert. Das können wir auch genauso mal hier machen. Okay, ich glaube, es war im normalen Shift-Rechtsklick, aber bei dem Monster-Shift Linksklick. So, Shift-Rechtsklick. Nee, ach, es lag am Game-Mode. So. Und ihr seht schon, das Ganze funktioniert super. Okay. Dann, das klappt soweit. Jetzt werde ich euch mal die Funktion dahinter zeigen. Zuerst nochmal eine Info. Es gibt ja teilweise fehlerhafte. Zum Beispiel der hier, der dient zum Autocraften. Hier seht ihr, das heißt Crafting Upgrade und damit können wir eben Items reinlagern, zum Beispiel Holz. Und das sollte dann, wenn wir es rausnehmen, aber auch erst, wenn wir es rausnehmen, zu Crafting-Tablen vercraftet werden, weil es eben erkennt, was da gecraftet werden kann. Allerdings geht es derzeit nicht. Leider. Hier ist auch ganz wichtig zu beachten, man kann hier nur Items reinziehen, aber nicht rausziehen automatisch. Denn ja, das führt teilweise zu Fehlern und deswegen wurde es vom Mod-Entwickler gezielt deaktiviert. Hier das nächste, das Ender-Kabinett. Wie ihr seht, Ender-Upgrade. Und damit können wir unsere Filling-Folder können wir nehmen und einfach von überall in der Welt nutzen. Also wie eine Ender-Chest im Grunde. Das Problem dahinter ist allerdings, das ist auch derzeit fehlerhaft und funktioniert nicht so richtig. Ich kann euch erstmal noch eins zeigen, wenn wir das Upgrade jetzt wieder runternehmen. Und uns dann hier nochmal das rausnehmen. Dann wird sich gleich was ändern. Wir legen das hier gleich rein. Moment. Können wir einfach das nehmen? Ja, wir legen das mal rein. Machen das Upgrade rein. Und nun solltet ihr es sehen. Hier ist auf einmal eine Folder. Die können wir eben nehmen per Shift-Rechtsklick. Davon können wir unzählig viele nehmen. Also könnt ihr euren Freunden geben. Keine Ahnung wie. Aber wir können das leider nicht richtig nutzen. Also da können wir reinlegen, was wir wollen. Der würde das Ganze nicht funktionell nutzen. Ja, daher müssen wir das leider aktuell streichen. Prinzipiell sollte das aber später funktionieren, in der nächsten Version. Und dann könnt ihr von überall aus der auf diese Dinge zugreifen. Okay, wir machen weiter mit dem hier. Das ist unser Ore Dictionary Upgrade. Hier haben wir den Vorteil, dass das Gerät im Grunde erkennen kann, dass es von derselben Ore Dictionary kommt. Und damit kann es eben viele, viele Dinge beheben. Das bedeutet, wir können zum Beispiel, ich zeige es euch am besten mal, wir können ganz verschiedene Holzarten nehmen und die gehören alle zur eigenen Ore Dictionary. Das Ganze wäre natürlich auch möglich über ja, jegliche Erze, die existieren. So, ich zeige euch das. Also, wir müssen nochmal raus. Nehmen hier einfach mal das. Und ihr seht schon, wir haben nun hier eben unser Oak Wood Plank. Ganz wichtig. Das legen wir rein. Und nun können wir einfach mal die anderen reinlegen. Warum nicht? Zum Beispiel hier Jungle Wood. Und ihr seht, das ist weg. Und jetzt liegt da drin 65 Oak Wood Plants. Planks. So. Und das funktioniert soweit. Und wenn wir die rausziehen, das können wir einfach mal machen. Dafür nehme ich wieder die Pforte raus. Dann bekommen wir hier. Naja, nur noch diese hier. Und das finde ich sehr interessant. Damit können wir teilweise Dinge umwandeln, die eben nervig sind. Und ich persönlich werde wahrscheinlich hauptsächlich den hier nutzen, denn der hat für mich einen großen Nutzen. Es gibt aber noch was anderes, das werde ich euch später zeigen, was ich sehr interessant finde. Okay, soweit dazu. Hier können wir natürlich auch einen Hopper drauf machen oder drunter machen und das direkt wieder rausziehen. Kann ich euch auch einfach mal zeigen. Wir haben das Ganze ja gerade aufgebaut. Nehmen wir mal ganz kurz den Hopper. So. Einmal oben drauf. Ups. Einmal unten drunter. Und nun können wir. Liegt das noch drin? Ja, liegt das. Wir können einfach mal hier die Birchwood Blanks nehmen. Und die sind nun hier unten als Oakwood Blanks. Und genau deshalb finde ich, wir haben hier einen guten Nutzen. Und ja, ich profitiere davon sehr. Also, es geht weiter. Wir haben nun hier was ganz Interessantes. Und zwar haben wir ein Mob-Upgrade. Das bedeutet, wir können hier Mobs drin speichern. Ja, richtig gehört. Wir können hier wirklich Mobs drin haben. Das zeige ich euch einfach mal vor. Dafür brauchen wir den Mob-Folder allerdings. Ganz wichtig. Wir können hier theoretisch auch normale Dinge reinpacken, also normale Items. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck.
Also, wir brauchen jetzt irgendeinen Mob. Dafür habe ich natürlich einen Spawner parat. Und den können wir hier einfangen. So, ihr seht schon, das ist ganz jetzt so abgelegt worden. Normalerweise wäre der hier jetzt weg, aber wir sind ja im Game Mode. Und den können wir jetzt hier einfach reinlegen. So, also können wir jetzt Creeper einfach so abspeichern. Allerdings, wie gesagt, immer nur ein Tipp. Wir können hier nicht einfach andere Monster direkt reinlegen. Dafür bräuchten wir weitere Folder. Und jetzt das Interessante. Es muss nicht mal nur eingefangen werden, sondern wir können hier Creeper einfach reinfallen lassen sozusagen. Oder auch hier haben wir den Creeper, schlagen den und weg ist er. Und da haben wir vier Creeper bereits drin. Das bedeutet, wir können Mobs per Mobfarm einfach einfangen. Ich habe bereits noch nicht getestet, ob das über Wither funktioniert oder andere Dinge. Ich hoffe, dass es nicht funktioniert, weil das wäre ziemlich komisch. Ansonsten habt ihr sehr viel Spaß mit Wither einfangen, wer weiß. Und davon könnte man normalerweise mit dem hier, mit diesem tollen Upgrade, richtig profitieren, denn der sollte normalerweise auf die Monster zulaufen und die einfangen. Doch leider, wie gesagt, funktioniert das derzeit nicht. Okay, nun auch schon zum letzten, und zwar dieser hier. Das ist unser Fluid Upgrade. Also können wir hier Flüssigkeiten einspeichern. Dafür brauchen wir auch natürlich wieder einen neuen Ordner, und zwar diesen hier, Fluid Folder. Den nehmen wir mal und gehen einfach hier in Richtung Wasser. Okay, ich gehe wieder aus dem Game Mode raus, damit ihr das auch gut erkennen könnt. Und wir machen hier Rechtsklick. Ihr seht, wir haben jetzt hier Wasser drin und können das Ganze einfach einspeichern. Allerdings möchte ich das noch gar nicht machen. Wir können nämlich hier, ihr seht Blaze Mode off. Wir können hier Rechtsklick in die Luft machen. Moment, was Linksklick? Linksklick, Shift-Linksklick und wir können das Ganze nun platzieren. Also platzieren wir das Ganze. Ich teste es jetzt wieder mit normal. Nein, es war Shift-Linksklick. Und können das Ganze wieder rausnehmen. So. Und damit können wir eben ganz leicht Wasser, Flüssigkeiten, also eigentlich jegliche Flüssigkeiten transportieren. Und die legen wir hier einfach rein. Was auch schön ist, wir können ja auch über andere Dinge einfach Flüssigkeiten reinziehen. Also über Maschinen oder beispielsweise könnten wir auch einfach Buckets nehmen. Dafür hole ich mal ganz kurz einen Eimer. Und wir könnten jetzt, ups, wir könnten hier einen Wassereimer nehmen und einfach auffüllen. Ja, der ist natürlich leer gemacht worden. Und ihr seht, jetzt ist 300 Flüssigkeit drin. Also, das Ganze funktioniert super. Aber das war's noch nicht. Wir haben noch einige Dinge vor uns. Wir können zum einen die ganzen Dinge upgraden, beziehungsweise verschlüsseln und können damit eben die Privatisierung einstellen. Zum Beispiel, ihr spielt mit Leuten auf einer Welt und denkt euch, nee, ihr solltet darauf nicht zugreifen. Und genau das könnt ihr machen, indem ihr einfach einen Schlüssel nehmt und das Ganze privatisiert. Wir sehen auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Shift machen und rüberfahren, dass da Locked No dran steht. Und das Ganze können wir jetzt zum Beispiel einfach mal mit Linksklick anklicken. Moment, was? Was? Rechtsklick? Mit Rechtsklick und wir haben nun Locked Yes. Und genau damit können wir eben den Schlüssel jetzt nutzen. Und wir haben jetzt Zugriffe darauf. Nur wir. Also können wir weiterhin auf und zu machen, aber andere eben nicht. Wir können aber auch über den Key Copy das Ganze anderen geben. Dafür müssen wir hier einfach nur Shift-Rechtsklick machen. Und nun haben wir auch hier den Zugriff. Leider kann ich euch das schlecht zeigen, weil wir hier gerade keinen anderen Spieler auf dem Server haben. Beziehungsweise ich bin im Singleplayer. Aber an sich können damit nun auch andere darauf zugreifen, wenn sie diesen Schlüssel besitzen. Ja. Okay, es geht weiter. Wir haben noch ein paar Dinge vor uns. Erstmal eine kleine Info. Das hier können wir nicht verwenden. Das ist derzeit fehlerhaft. Aber vielleicht wird es ja in Zukunft funktionieren. Wir haben ein Whiteout-Tape. Das nehmen wir uns einfach mal. Falls es euch vorhin aufgefallen ist, wenn wir zum Beispiel hier Holz reinpacken, dann haben wir ja hier drin, dass wir eben nur noch das als Filter nehmen können. Nur, das können wir erstmal gar nicht leer machen. Und um das zu machen, müssen wir einfach nur unser Whiteout-Tape nehmen und damit zusammencraften. Und ihr seht, das Ganze ist empty. Was allerdings doof ist, ihr seht, das White-Tape ist verschwunden. Obwohl es gar nicht richtig verschwunden ist. Eigentlich ist es hier nämlich noch unsichtbar drin. Ja, wie gesagt, es gibt teilweise noch etwas größere Bugs. Und darunter ist zum Beispiel der. Aber es funktioniert weiterhin. Und hättet ihr das Inventar geschlossen, wäre irgendwo auf den Boden getroppt. Aber gut, jetzt haben wir noch ein paar kleine Dinge. Und zwar haben wir hier noch unser
Durability-Folder und wir haben unser MBT-Folder. Zudem kann ich euch leider nicht viel zeigen, denn an sich ist es eine tolle Sache, damit könnt ihr zum Beispiel Mana einspeichern, aber auch das funktioniert gerade noch nicht. Ich hoffe, dass es in Zukunft aber geht. Okay, wir zeigen das am besten einfach mal hier vor. Das hier ist unser Durability-Folder. Diesen können wir natürlich genauso nutzen, zum Beispiel mit einem Goldschwert. Dafür brauchen wir aber ein volles. Und das ziehe ich mir mal ganz kurz raus. Gold Sword oder Sword. Okay. Wir nehmen das und haben hier nun eben, ja, unser goldenes Schwert. Und dieses können wir jetzt verwenden, indem wir das hier reinlegen. Ich muss ja gleich sagen, ich habe das selbst noch nicht getestet. Ich bin jetzt gespannt, ob es funktioniert. Wir legen das hier rein und können nun hier unsere goldenen Schwerter reinlegen. Und ihr seht, die sind verschwunden. Denn die sind jetzt hier drin. Aber leider ist es halt jetzt noch ein relativ kaputtes. Das Schöne daran ist, wir haben hier im Grunde einen kleinen Anvil drin. Denn wir können damit einfach unsere ganzen Schwerter, naja, zusammencraften. Was ich sehr praktisch finde. Zum Beispiel, ihr habt auf dem Server eine riesen Mob-Farm. Und ihr wollt nicht jedes Mal eure Bögen wegwerfen, ihr wollt nicht jedes Mal eure Schwerter wegwerfen, die kommen, oder Rüstungsteile. Teilweise kommen ja auch Eisenrüstung oder bessere Rüstung. Und damit ihr diese nicht wegwerft, könnt ihr die einfach zusammencraften und, naja, eins ohne Haltbarkeit machen. Wenn wir jetzt noch mehr Goldschwerter hätten, dann könnten wir eben ein volles machen. Wir können das Ganze natürlich auch wieder rausnehmen. Ach, was sage ich da? Es wurde natürlich bereits rausgezogen. Aber das zweite ist eben noch nicht fertig gecraftet. Denn wir bräuchten dafür mehr Haltbarkeit. Okay, das soweit dazu. Wir nehmen das raus. Und nun das letzte. Das letzte zeigt auch schon im Grunde eine Flasche. Denn hier können wir eben bestimmte Informationen speichern. Eben NBT-Tags. Zum Beispiel haben Bücher NBT-Tags oder auch diese ganz normalen Fläschchen mit besonderen Potions. Und die würden normalerweise ihre Funktion verlieren, wenn wir die reinlegen. Aber wir können zum Beispiel sagen, gut, die Protection Folder, die wollen wir hier einspeichern. Und damit weiß das Gerät selbst jetzt, da dürfen nur die Protection Folder rein. Also legen wir das jetzt zum Beispiel rein. Und wenn wir jetzt das nehmen, wird es nicht rausgezogen, weil es ist zwar verzaubert, aber es hat nicht diese Funktion. Und genau das steckt eben dahinter. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einen Mob kennt, der eine Sache droppt, die verschiedene NBT-Tags habt, aber wir wollen davon nur einen, dann könnt ihr die jedes Mal hier reinziehen und das eben damit rausfiltern. Ziemlich praktisch. Aber für mich war am praktischsten eben, dass wir hier die Haltbarkeit ja aufbessern können. Und eben das hier, dass wir gezielt einfach, naja, über die Ord-Dictionary alles zurücksetzen können. Was schon fast teilweise cheaten ist, aber ich finde es sehr gut. Ansonsten gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Wir können ab und zu mal Mystery Folder finden, da liegen dann irgendwelche Inhalte drin. So, sehen wir jetzt zum Beispiel, da sind Rabbit-Füße. Wir haben hier auch noch Debugging-Tools, die später natürlich rauskommen sollen, aber weil der Entwickler selbst weiß, dass da teilweise Bugs sind, gibt er eben solche Informationen aus. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ich finde es zwar selbst schade, dass jetzt manche Dinge verbuggt sind und ich euch die leider nicht gut zeigen kann, aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem damit einiges zeigen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hallo nochmal. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass doch gerne ein Abo da. Auch ist mir deine Meinung sehr wichtig. Daher teilst du mir mit einem Like oder Dislike mit. Ansonsten findest du hier noch mehr Videos, die dir gefallen könnten.